Ja, also ein riesiges Festwochenende hat Waldenburg erwartet. BLT hat eingeladen zu der grossen Eröffnungstag, muss man sagen. Mehrzahl natürlich, notabene. Bei mir ist der Direktor, der Andreas Büttiger. Andreas, ein Big Smile hast du natürlich drauf. Schnell ein paar Worte zu der Art und Weise, wie ihr jetzt eigentlich die neue Linie lanciert habt. Ja, ich muss sagen, ich bin einfach sehr berührt und beglückt, dass wir nach 7 Jahren das geschafft haben, on time. Am Sonntagmorgen, 6:05 geht es los. Und wenn ich sehe, wie viele Leute da sind, die freudestrahlenden Gesichter, dann muss ich sagen, ist wirklich eine tolle Sache. Wir haben gestern einen wundervollen Gala oben erleben miteinander. Was war dort der Antrieb? Was waren eure erlauchten Gäste? Also, zuerst muss ich sagen, wir haben 2 Abende vorher noch mit den Mitarbeitenden Weihnachten gefeiert. Und ich habe meinen Leuten gesagt, ihr seid die eigentlichen VIPs, meine Mitarbeitenden, die das gleiche Essen bekommen haben. Und dann haben wir am Freitag zu oben natürlich auch all denen gedankt, Politiker, Behörden und Lieferanten, die das auch möglich gemacht haben. Oder? Weil der Dank geht an sehr, sehr viel und schlussendlich auch an die Bevölkerung vom Waldenburgertal, die sehr viel durchlitten musste und die eine hohe Frustrationstoleranz hat. Nicht zu vergleichen mit den Städtern, die richtig zwischendurch Mimosen sind. Bang, hätte er jetzt müssen sagen, würde ich sagen, kommen mit uns mit, schauen wir mal schnell in der Gala oben rein. Wir haben natürlich auch dort noch schnell ein Gespräch geführt. Isa Gräber, Top Laune natürlich, ist heute angesagt. Wie ist das für dich jetzt, ein Bauprojekt, das dich sicher auch tangiert hat, aber da herrscht jetzt grosse Freude? Ja, das Projekt hat uns sehr beschäftigt. Es war auch ein grosses Projekt, auch für den Kanton Basel-Land oder in diesem Kanton. Es ist die Lebensoder vom Waldenburgertal. Jetzt fährt die Bahn ab dem 11. Dezember wieder. Das ist grossartig. Was hat das für den Kanton bedeutet? Sind ihr fest tangiert worden oder hat der BLT quasi den Job alleine geschmissen? Also der Hauptlied ist natürlich also das Projekt geplant und gebaut hat die BLT. Aber wir sind natürlich in vielfacher Hinsicht involviert gewesen. Über Kantonsstossen, über Hochwasserschutz, über das Hochwasserthema und, oder? Über die ganzen Bewilligungen, die es braucht, natürlich. Es war eine sehr komplexe Geschichte und der Kanton war vielfacher Hinsicht damit befasst. Aber vor allem ist für uns auch ein wichtiges Projekt. Also BLT ist ja eine Beteiligung von unserer Tochter und wir haben Freude, also, dass jetzt am 11. Dezember die Bahn wieder fährt. Wie ist denn das jetzt für dich? Hast du dir auch schon überlegt, wie du in Zukunft die Bahnstrecke kannst nutzen? Du bist die ganze Zeit im Kanton unterwegs. Also bekanntlich bin ich ja immer oder eigentlich viel mit dem ÖV unterwegs, fast immer. Und ich habe ja mal hier in Waldenburg habe ich mal gewohnt früher. Und es gibt eine wunderschöne Wanderung, die ich heute ab und zu noch machen kann. Dann gehe ich mit WB hindern nach Waldenburg. Dann gehe ich über den Richtigrad auf die Waldweide rauf, über die Wasserfalle auf den Vogelberg. Oder auf die andere Seite, auf die Ruine Waldenburg und dann auf den Rehhag und dann auf den Bölchen rüber. Dahinter ist eine grossartige Landschaft und von das gehe ich viel, immer noch auch heute dahinter. Und auch sonst natürlich, ich bin immer mit dem ÖV unterwegs. Also ich werde das Band brauchen. Also besser kann man es aber nicht beschreiben, was die Waldenburger Bahn auch bedeutet. Da haben wir jetzt gerade noch 2 Ausflüge dazu gekriegt. Herzlichen Dank, Isaac. Schönen Abend. Dankeschön vielmals. Merci. Bei dieser ganzen Festerei hier in der Mehrzweckhalle ist natürlich ein Tag ein ganz wichtiger, nämlich der für die Bevölkerung, sowohl von Waldenburg wie auch drumherum. Und darum ist bei mir jetzt Gemeindepräsidentin Andrea. Ich denke, das ist schon ein Part, was jetzt auch gebraucht hat, um die Bevölkerung mit einzubeziehen. Ja, genau. Also ich würde sagen, sie haben die Bevölkerung immer mit einbezogen. Sie haben immer schöne oder gute Informationsveranstaltungen gemacht. Die Bevölkerung wusste, was läuft jetzt mit der BLT, mit der neuen WB, mit dem Bau. Und das ist oft ein grosses Dankeschön auch an die Bevölkerung, dass sie die lange Bauzeit mitgemacht haben, halt gewisse Unannehmlichkeiten beim Verkehr im Kauf genommen haben. Und jetzt wirklich, jetzt haben wir ein super Fest und ich bin froh und ich freue mich so, dass die WB jetzt wieder fährt morgen. Was bedeutet sie für dich, die neue Waldenburger Bahn? Ja, für mich bedeutet das natürlich, ja, für mich ist die WB meine WB. Ich bin hier aufgewachsen in Waldenburg. Dampf habe ich schon von den Kindsbeinen an, habe ich da schon eingeschnauft. Und jetzt, ja, WB ist für mich einfach die Lebensader vom ganzen Waldenburgertal. Und die gehört einfach hier an und die brauchen wir.
Andreas, jetzt erzähl mir etwas über das Tramli. Was ist denn so anders? Mir als Laie fällt natürlich auf. Es hat Eingänge auf beiden Seiten, aber was hat es alles? Es sieht aus zwar wie ein normales Tramli oder Bähnli, Entschuldigung, das ist ganz wichtig, oder? Aber wir haben mit dieser Waldenburger Bahn nicht einfach nur eine neue Infrastrukturen wollen bauen oder ein modernes Fahrzeug beschaffen, sondern wir haben wirklich im Schienenbereich einen neuen Maßstab setzen. Und das haben wir wirklich gemacht, eben mit dem digitalen Zugsicherungssystem, das wir einsetzen, das es weltweit so noch nicht gibt. Und darum reden wir auch von der modernsten Meterspurbahn von Europa. Peter Spürler hat es gesagt, das ist quasi seine Teststrecke. Und bereits die Technologie, die hier ist, will er dann in Atlanta einsetzen, in einem echten U-Bahn-System. Also wir sind ein bisschen schon der Vorläufer und mit 250 Fahrzeugen. Also wir sehen, mit diesem Produkt können wir skalieren, kann Stadler skalieren, aber auch wir können das entwickeln, richtig autonom fahrendes Fahrzeug. Also das ist das Modernste, was man heute auf dem Markt bekommt. Ich glaube, also ich kenne Peter Spüler schon seit 22 Jahren mit dem Tango-Tram, wo wir das erste Tram eingeführt haben im Stadler-Gruppe, wo die Firma erst 200 Leute hatte. Und schon dort sind wir durch manche auch schwieriges Moment durch. Und da schmiedet natürlich zusammen auch der Peter Spüler und ich habe irgendwann so ein bisschen Funken gefunden, immer offen für Neues, Innovatives. Und auch bei dieser Bahn ist eigentlich die Idee ungefähr vor 7 Jahren gekommen, richtig autonome Fahrzeuge. Und dann haben wir zuerst gesehen, ist es überhaupt bewilligungsfähig, oder? Das war ja schon ein Thema gewesen. Und dann hat er gesagt, los, komm, wir machen das, wie er halt so ist. Wir ziehen das durch. Und dann hat er mich vorgestern noch gefragt, wie geht's? Und dann hat er gesagt, die Fahrzeuge sehen sehr schön aus, aber ich glaube, die Software, da braucht schon noch ein bisschen etwas. Los, man lässt die nicht hängen. Und so ist er, oder? Und so bin ich auch. Und wir gehen einfach lösungsorientiert wieder weiter, wenn es mal ein Problem gibt. Und es wird mit Sicherheit irgendwelche Kinderkrankheiten geben. Aber wenn man vorne an der technologischen Entwicklung ist, dann muss man mit dem rechnen. An dieser Stelle auch gerade einen Hinweis in einer Woche können durch das Gespräch, das ich mit dem Peter Spüler führen durfte, auch noch geniessen. Das ist nämlich höchst spannend, was er alles erzählt dazu. Denn Andreas, gehen wir jetzt miteinander aber in Zukunft. Ich weiss, du gehst der Stecken weiter, du gehst die Führung ab. Und trotzdem, ich habe das vorher schon gesagt, seit 20 Jahren geistern so viele Ideen immer bei dir rum. Kann man schon über ein neues Projekt reden oder gibt es noch Sachen, die abzuschliessen sind, die wir noch nicht abgeschlossen haben? Also es hat immer viel mehr Ideen in meinem Kopf, als was man umsetzen kann. Wir haben ein neues Tina-Tram bestellt, auch bei Stadler, 25 Fahrzeuge. Wir sind der Erstbesteller in der Schweiz, der Zweitbesteller überhaupt weltweit. Mit einer völlig neuen Dreigestelltechnik, die auch die Schiene schonen, die ruhiges Fahren ermöglicht. Also auch dort sind wir wieder zuvorderst dabei. Es gibt entsprechend bei Pickabike neue Funktionalitäten, die wir werden einführen im Velobereich. Auch, ich meine, die ganzen Billettautomaten sind jetzt auch langsam end of life. Da wird es auch neue Vertriebstechnologien geben. Das ist so. Bargeldloser Zahlungsverkehr wird es nicht mehr so lange geben. Also schon noch ein paar Jahre. Also die Pipeline ist wirklich gefüllt. Aber etwas ist das Wichtigste. Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist unsere Unternehmenskultur. Eine wertschätzende Unternehmenskultur, wo der Mitarbeiter ins Zentrum steckt. Wo auch Respekt miteinander wichtig ist. Und daran müssen wir auch immer arbeiten. Unseren Mitarbeitenden, meinen Mitarbeitenden, auch die Wertschätzung zu bringen. Weil wenn man gut mit ihnen umgeht, dann gehen sie auch gut mit den Kunden um. Und das ist, und habe ich immer als meine Hauptaufgabe verstanden, das Feu sacré in der BLT am Leben zu halten und mit einem Vorbild voranzugehen. Das war mein Ziel. Da nützt die beste Technik nicht, wenn man nicht die Menschen hat mit Herzblut, die Kunden begeistern können. Und das war für mich immer wichtig.